Abermals willkommen zurück zu Okami, liebe Freunde, hier unten im Drachenpalast. Und Emi hält gleich mal ein Schläfchen. Ja, im letzten Part habe ich ein Upgrade für meine Wassertechnik bekommen. Und zwar bin ich nämlich noch nicht sofort zum Wasserdrachen gegangen, wo ich ja eigentlich hin muss, weil der die Drachenkugel hat. Nein, ich bin laut Karte da drüben hingegangen. Da ist nämlich eine wirbelnde Quelle. Da musste ich allerdings ein, ich glaube, wie gesagt, wirklich letztes Mal so ein Buddel-Minispiel machen. Und als ich das dann geschafft habe, habe ich noch einen Wirbel mit meinem göttlichen Pinsel in die Quelle reingemalt. Und schon ist Nuregami nochmal erschienen und hat gesagt, ja, du besitzt jetzt die Wassertechnik Fontäne. Und damit kann ich jetzt ganz ohne Meerjungfrau Münzen die Meerjungfrau von Quellen nutzen, um mich zu teleportieren. Das ist richtig geil. Und somit kann ich eigentlich die restlichen Meerjungfrau-Münzen verkaufen, weil die brauche ich, wie gesagt, nicht mehr. Ist nicht mehr notwendig, ja. Einfach einen Wirbel in so eine Meerjungfrau-Quelle reinkritzeln und dann werden wir automatisch teleportiert. Das andere, wie gesagt, das sind die Ultima-Spiele mit der Nebelwarp-Technik, aber das sind zwei verschiedene Möglichkeiten, sich im Spiel zu teleportieren. Ja? Das eine funktioniert über die Spiegel, das andere über die Quellen. Und die befinden sich auch jeweils ganz woanders. Ja, und dann habe ich auch noch eine weitere verstreute Perle da hinten auf so einer Säule auch noch gefunden. Und ja, jetzt geht es aber wirklich zum Wasserdrachen. Und wenn ich sage, es geht zum Wasserdrachen, dann geht es eigentlich in sein Innerstes, weil der hat irgendwie die Drachenkugel gefressen oder was weiß ich. Die befindet sich jedenfalls in seinem Bauch und das ist natürlich ziemlich verrückt, dass wir in den Wasserdrachen hinein sollen, um die da rauszukriegen. Oh, du hast ein Muschelamulett? Also hat Otohime dich akzeptiert? Vergib mir mein schlechtes Benehmen, du kannst passieren. Emi, hast du auch den Eindruck, dass wir in letzter Zeit eine Menge Mädels treffen? Ich meine, wie lange ist es her, dass wir einen Typen getroffen haben? Ich hoffe nur, sie wollen mich nicht ausnutzen. Ach, Isso, mach dir da mal keine Sorgen. So. Das hier ist jetzt der Garten des Wasserdrachen. Oh, und hier sind noch ein paar Muscheln. Okay, machen wir erstmal die Muscheln auf. So, was haben wir hier? Ein Tintenstein. Unbegrenzte Tinte für eine gewisse Zeit. So. Oh Gott, dann wird man hier echt schon schnarchen. Alter. So. Glasperlen. Okay. So, und hier oben, was ist hier drin? Oh, noch eine verstreute Perle. Supi. Okay, das war das und... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Alter Leute, das ist er. Hm? Was zur Hölle? Das ist dieser nervige Wasserdrache. Wie oft will uns dieses rasende Seemonster noch fast fertig machen? Also, hier hat es sein Zuhause, was? Das Ding hat aber ein gewaltiges, bösartig aussehendes Maul. Glaubst du wirklich, dass wir da rein können und wieder lebend rauskommen? Ich meine, wir sprechen hier nicht vom Magen des Kaisers. Ja, das sieht natürlich jetzt ziemlich gefährlich aus, aber uns bleibt leider keine Wahl. Wir brauchen diese Drachenkugel. Also, macht euch bereit. Jetzt geht es ab in den Wasserdrachen. Innerhalb des Drachens. Nun, hier sind wir. Das ist also der Bauch des Wasserdrachen, was? Geht es mir so oder ist es hier unerträglich heiß und feucht? Hm, so wie dieser Drache Amok läuft, bin ich sicher, wir werden hier drin jede Menge schreckliche Sachen sehen. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht übergeben muss. Glaubst du wirklich, dass wir diese Drachenkugel hier drin finden werden, Emi? Ich hoffe es mal, aber wie das hier aussieht. Wir sind jetzt im Wasserdrachen drin, aber das sieht für mich mehr wie so eine Höhle aus. Ja, ist jetzt nicht so groß, aber gut, der Wasserdrache ist halt ein bisschen lang, deswegen ist er das hier auch so lang gezogen. Wir müssen, könnt ihr euch bestimmt denken, ganz nach hinten. Wenn ich wieder da lang gehen würde, würde ich wieder rauskommen, aber möchte ich ja nicht. So, Alter, sind auch lauter Muscheln, hier kriegen wir wieder so viele Schätze. Und noch einen Tintenstein, Tintenstein. So, ey, so viele Muscheln. Oh, hier müssen wir sogar ein paar Mal eine Muschel ausgraben.
So, komm schon, Amy. Grab die Muschel aus. Grab die Muschel aus. So, jetzt. Und Bams. Und eine Perle. So, ich will mir hier nichts entgehen lassen, weil wir können hier nämlich später dann nicht noch einmal hin. Deswegen wäre es gut, hier alles mitzunehmen. So, was haben wir hier? Ein Kristall. Und daneben noch ein heiliger Knochen. S. Okidoki. Ja, also ich wollte das jetzt nur gleich jetzt mal gesagt haben. Man kann leider nicht noch einmal dann in den Wasserdrachen zurück, wenn man hier alles erledigt und diese Drachenkugel gefunden hat. Dann ist das leider nicht mehr möglich, nochmal in den Wasserdrachen hineinzugelangen. Warum, werdet ihr noch früh genug sehen. So, zack. Ein Bullenhorn, Alter, was hat denn der alles gefressen? Was hat der alles gefressen, dieser Typ? Das ist noch eine Muschel. Schlitz. Ah, ein Exorzismus-S. So, da geht voll das Wasser raus. Also, ich komme hier mehr oder weniger vor wie in so einer Wasser- und Kristallhöhle, aber nicht wie in einem lebendigen Wesen. Das sieht hier so... Das sieht gar nicht mal eklig aus, muss ich gestehen. Das sieht, ja, sieht nicht so schlimm aus wie im Inneren des Kaisers. Da war das irgendwie deutlich ekliger. So, mal sehen, gab es hier neue Gegner? Ich gucke einfach mal. Nö, das sind dieselben wie oben auch. So, hier, zack, bam, 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 bam. Und Schlitz. Und stirb. Und zack. Und tot. So, die haben doch keine Chance. Perfekt. Gut, ne, ich glaube, hier waren gar keine neuen Gegner. Okay. So, da können wir sogar irgendwo noch speichern, aber... Alter. Ah, Moment mal. Wasser. Und nochmal Vergeltung. Wie wird das hier plätschert. So, ich weiß aber noch, dass ich hier unten eigentlich lang muss, weil hier was ganz, ganz Fieses versteckt ist. Da kommt man aber nicht gleich drauf, dass hier was ist. Ich glaube, das war aber irgendwie dort weiter hinten. Ja, seht mal, da hinten, seht ihr das? Da leuchtet was. Das muss ich haben. Das muss ich unbedingt haben. So, warte mal jetzt. Oh, hier die ganzen Muscheln. Wie man da hinkommen soll. Hepp, hepp und scoop. Bams. Stahlseelensage. Erhöht die Verteidigung. So, wie komme ich jetzt da drüben hin? Hepp, hepp, schwupps. Ach, na bitte so. Und was haben wir hier? Ah, Exorzismus M. Wo ist auf mittleren Schaden? Ich sage, was man hier drin alles finden kann. So, jetzt haben wir hier noch eine vergrabene Muschel. So, komm, Emily, du musst sie richtig ausbuddeln, bitte. Danke. Und Knacks. So, was haben wir hier? Eine normale Perle. So, verstreute Perlen gab es im Wasserdrachen keine. Das wäre sonst auch ein bisschen fies, wenn man da nicht mehr hin könnte. Hätte man das voll verkackt. So, wie gesagt, da hinten, da glitzert was. Und was das sein... Das ist eigentlich relativ simpel. Das ist wieder so ein exorzierender Pfeil, aber es ist voll fies, dass der hier unten gerade versteckt ist. Den brauche ich nämlich für eine Tür, die es hier weiter hinten gibt. So, gleich mal mitnehmen. So, und wenigstens können wir hier auch wieder hoch. Ich sagte, wir können hier wieder hoch. Also, geht durch. So, schön nach oben. Wow, Alter, nicht so hoch. Aber zu hoch. So, ich glaube, hier müsste ich jetzt hoffentlich alles erwischt haben. So, ja, dann gehen wir mal weiter. Weiter, weiter, weiter nach hinten. So, seht ihr hier, können wir erstens alles auffüllen und dann ist hier ein Spiel zum Speichern. Warte mal, war hier oben nicht auch was? Warum kann man hier so... Warum kann man das hier machen? Ah, deswegen, weil hier eine geheime Höhle ist. Totenköpfe. Igittigit. Ah, noch ein Kristall. Fein. Fein, fein. So, kann man hier das aufschließen? Zack, ja.
Alter, hier scheint ja mal jemand gewesen zu sein mit seinem Boot voll vom Wasserdrachen verschluckt, hat sich Gefisch gemacht und so und dann ist er verreckt. Ganz schön übel. So, warte mal, wo war jetzt die Tür? Die war hier drüben. Ja, hier oben. Richtig fies, dass hier so eine Tür ist. Was macht eine Tür im Bauch des Wasserdrachen? What the fuck? So, egal. Und zack. So, wunderbar. Jetzt ist das offen. So, warte kurz. War hier noch wo was? Ne, ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alle Schätze und so weiter gefunden. Wenn nicht, dann Pech gehabt. So, wir sind nämlich jetzt eigentlich schon mehr oder weniger da. Was ist das? Es ist ganz eingewickelt in diese schwabbeligen Bauchmuskeln. Sieht aus wie eine Glaskugel oder sowas. Tja, liebe Zuschauer hier, liebe Leute, das ist natürlich die Drachenkugel, aber die kriegen wir nicht. Jedenfalls nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es ist eine Glaskugel oder sowas. Warte einen Moment, ich frage mich, ob das... Ja, wie gesagt, das ist die Drachenkugel. Schlitz. Mist, sie rührt sich überhaupt nicht. Der Wasserdrache will das Ding einfach nicht hergeben. Das muss wirklich etwas Wichtiges sein. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir die Drachenkugel hier raus? Und dazu folgen wir dem Weg jetzt einfach noch ein Stückchen weiter nach hier hinten. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber mir gefällt überhaupt nicht, wie diese rote Flüssigkeit hier aussieht. Wenn wir da reinfallen, werden wir vielleicht blitzschnell verdaut. Sieht aus wie Magensäure. Ganz schön eklig. Ich glaube, mir wird schlecht. Guck dir mal dieses Gewebe an. Sieht aus, als würde es diese eklige Flüssigkeit zurückhalten. Tja, was tun? Ganz einfach. Was machst du verdammt nochmal da? Die rote Flüssigkeit regnet jetzt runter. Was wird wohl passieren, wenn diese fleischige Masse weg ist? Jetzt hast du auch meine Neugier geweckt. Ja, wir müssen jetzt diese rote Flüssigkeit mit unserer Wasserstautechnik ein paar Mal da dagegen, befördern. Dass das kaputt geht. So, und gleich nochmal. Ich sag dir gleich nochmal. Was zur Hölle? Hier ist alles voll mit dieser ekligen roten Flüssigkeit. Wir sind gekommen, die Drachenkugel zu holen und nicht, um hier als Mittagessen zu enden. Tja, wir kommen jetzt natürlich wieder zurück, ganz einfach mit einem Seerosenblatt. Das irgendwie die Magensäure ein bisschen aushält. Das müssen wir natürlich mit dem Wind nachhelfen. Ich glaube, lang wird das Ding aber nicht halten, weil das wird ja trotzdem durch die Magensäure zersetzt. Ich mal lieber ein frisches Blatt. Na, wow. Das war knapp. So. So, Moment. Und nochmal. Geschafft. So. Jetzt haben wir die rote Flüssigkeit auch hier und das heißt... Zack, zack. Müssen wir diese einzelnen Muskelstränge mit diesem Zeug hier treffen, dass die weggehen. So, und noch einmal. Ja, ich weiß, Mann, ich wollte das da dran machen, du Depp. So. Alten Drachenkugel. Gut gemacht, Amy. Endlich haben wir die Drachenkugel.
Jetzt können wir die Sperre um die Oni-Insel durchbrechen. Wenn Himiko die Position der Insel mit ihrem Kristall bestimmt hat, dann wird die Zuflucht des Feindes offen liegen. Junge, du hattest es aber schwer, die Kugel da rauszuholen. Ich frage mich, ob der Drache okay ist. Los, weiter, Imi. Ich meine, wir haben die Kugel. Es macht keinen Sinn, weiter hier rumzuhängen. Verdammt nochmal! Sind das die Geister der armen Leute, die der Drache aufgefressen hat? Nein, warte! Das sind keine Geister! Diese verrückten Farben können nur eins bedeuten. Fuchsfeuer! Oh mein Gott, wo kommen die denn auf einmal her? Na wartet! So, Zeitlupe. Zack, Alter! Voll diese Füchse aufgetaucht, ey, was soll denn das? So, gleich nochmal verlangsamen. So, und Schlitz. So, der eine ist schon mal tot. Der andere auch. So, bist nur noch du übrig. Oh, hier, bam, 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 bam. So, Zeitlupe. Zeitlupe. Bam, und tschüss, Mann. Oh, da ist ja noch einer. Hey, wo kommen die auf einmal her? Hier sind ja noch mehr. Ach so, ja, stimmt ja, da kamen ja mehrere nacheinander. Und wieso? Ich will aber eine Zeitlupe machen, so. Und gleich nochmal. Zack. Boom. Bam. Und Schlitz. Und tschüss. So, und du auch. So, Achtung, jetzt kommen glaube ich noch welche. Ja, genau, jetzt kommen die letzten drei, müssen das jetzt sein. Ganz schön aufdringlich. So, komm, einmal Kirschbombe. Eins. Und Schlitz. So, komm, du bist auch gleich tot. Ich seh nix, Kamera. So. Und tot. So, das war's jetzt aber. Geschafft. Puh, das war übel. Erhalten Fuchsstiebe. Was zur Hölle war denn das? War irgendwie abgefahren. Sieht aus wie ein Stapel Bambusrohre oder sowas. Ich weiß, ich wette, das sind die Fuchsstäbe, hinter denen die vollbusige Braut hinterher war. Du weißt schon, die ultimative Waffe gegen die Mächte der Finsternis. Ich wusste es. Du hättest versuchen sollen, die Kugel sanfter herauszuholen. Ich bin zu jung, um verdaut zu werden. Lass uns von hier verschwinden. Oh weia. Hilfe! Wir müssen jetzt ganz schnell hier raus. Weil sonst werden wir hier lebendig begraben. Nur 3 Minuten Zeit, also einfach rennen, rennen, rennen. Ich habe jetzt hier eh, glaube ich, alle Schätze gefunden. Ich hoffe es zumindest. Nein! Scheibenkleister, warum fällst du da runter, du Bitch? Du dumm! Du solltest doch
Auf dem Weg bleiben, Amy. Auf dem Weg bleiben. Ja, jetzt geht das hier noch kilometerweit nach oben, Amy. Ehrlich? Schnell! Hier geht gleich alles den Bach runter. Schwupps. So, komm, schnell. Hep, hep und zack. So, und jetzt rennen, Amy. Rennen, rennen, rennen. Renn um dein Leben. Schneller. Da ist der Ausgang. Raus hier. Schnell. Nichts mehr weg. Der Wasserdrache ist tot. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir haben die Drachenkugel, aber keinen Wasserdrachen zum Kontrollieren. Ganz egal, wie sehr sich Himiko anstrengt, die Ohne-Insel zu finden. Ohne den Drachen haben wir keine Chance, die Sperre zu überwinden. Hey, da kommt etwas! Amaterasu, Ursprung alles Guten und unsere aller Mutter. Ich befürchte, es bleibt mir nicht mehr viel Zeit, um zu sprechen. Aber ich muss dir danken. Für was? Und wer bist du überhaupt? Ich bin König Wada. Der 27. König der Drakonier. König der Drakonier Wada. König der Drakonier? Also dann warst du der Wasserdrache? Ich war es, der Wasserdrache, Gott der See und Herrscher der Tiefe. O große Göttin Amaterasu, wie du bestimmt weißt, gibt es schlimme Vorzeichen, die die Ankunft eines großen Unheils über Nippon ankündigen. Sogar die Drakonier leiden unter den Kräften der Finsternis. Sie haben versucht, mich daran zu hindern, meine Kraft einzusetzen. Die Kraft, die Sperre zu zerstören, die die Ohne-Insel umgibt. Ich führte einen Kampf mit dem dunklen Lord und verschlang das dunkle Instrument, welches er führte. Aber das Instrument ließ sich in meinem Bauch nieder und trieb mich in den Wahnsinn. Instrument des dunklen Lords? Meint ihr das Ding hier? Ja, die Fuchsstäbe. Ohne die Fuchsstäbe ist die Macht des dunklen Lords begrenzt. Jetzt werden diese Monster alles unternehmen, um sie wiederzufinden. Ich verstehe. Sie sind eine Art Schlüssel zu seiner Macht oder sowas. Jetzt kann ich in Frieden ruhen, da ich weiß, dass sie in deinen Händen sind, Amaterasu. Ich bitte dich auch, meiner Frau Otohime die Drachenkugel zu geben. Es ist das Herz des Drachen. Es wird meinem Volk Frieden bringen. Leider ist mein Ende nah. Ich habe viele Unschuldige ermordet, während mich der Wahnsinn im Griff hatte. Ich bete, dass ihre Seelen Frieden finden mögen in diesen nassen Tiefen des blauen Wassers der Ryoshima-Küste, das die Menschen so innig lieben. Leb wohl, Amaterasu. Ich werde für dich beten.
Amaterasu, du hast es geschafft. Vollbusige Braut. Ich sah vom Strand aus, wie du den durchgedrehten Wasserdrachen vermöbelt hast. Deswegen bin ich schnell hergekommen, nur für den Fall. Ach, ihr müsst euch doch keine Sorgen um uns machen. Ich meine, nichts kann die gute alte Emi hier aufhalten. Weder Feuer noch Wasser noch... Sag mal, Amaterasu, was ist mit dem Wasserdrachen passiert? Hat er das Geheimnis verraten, wie man auf die Oni-Insel kommt? Hey, es ist unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Ich war noch nicht dran, Braut. Auf jeden Fall war der Wasserdrache der eigentliche König der Drakonier. Er hatte sich in einen Drachen verwandelt, um den Drachenpalast zu verteidigen. Er hat den Bösen sogar die Fuchsstäbe geklaut. Ihr habt die Fuchsstäbe gefunden? Wenn ich so darüber nachdenke, habt ihr nicht auch nach denen gesucht? Sind sie nicht die ultimative Waffe gegen das Böse? Hey, warte mal eine Sekunde. Was war das nochmal, was ihr über die Fuchsstäbe gesagt habt? Ihr wisst schon, über das versunkene Schiff und so. Warum mussten wir das dumme Schiff suchen, wenn sie doch eigentlich hier waren? Bist du noch immer wütend, weil ich euch in Gefahr gebracht habe? Es tut mir leid, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Gib mir die Fuchsstäbe, schnell! Nun haltet mal eure Melonen im Zaum, Braut. Ich meine, wenn die Monster so fanatisch hinter ihnen her sind, dann hat derjenige, der sie hat, eine riesige Zielscherbe auf dem Rücken. Amaterasu? Ich hoffe, du weißt, was du tust, du großes Fellknäuel. Sie strahlen ein unheimliches Licht aus, aber auch irgendwie verlockend. Damit werden meine heiligen Kräfte ihren Höhepunkt erreichen. Damit kann ich auch den allerletzten Dämon zerstören. Königin Himiko mit dieser großen Macht zu beschützen, das ist meine Pflicht. Keine Sorge, Amaterasu. Ich muss jetzt zurück in die Stadt. Ich werde mit meinem Leben für meine Pflichten einstehen. Mit eurem Leben? Lasst dich nicht umbringen, Braut! Ach, sie ist fort. Hey, Emi! Hör auf rumzuhampeln, wir müssen diese Drachenkugel, die wir vom Wasserdrachen bekommen haben, schnell bei Utohime abliefern. Wir können uns vielleicht nicht mehr auf die Kraft des Wasserdrachen verlassen, aber die Drakonier betrachten die Drachenkugel noch immer als ihren Schatz. Wir sollten sie ihnen besser zurückgeben. Boah, das war jetzt irgendwie richtig heftig, oder? Ich meine, jetzt ist... Also der Wasserdrache, der war die ganze Zeit der König der Drakonier, jetzt ist der tot? Ist irgendwie voll scheiße, oder? So, warte mal, ich glaube, man konnte ja hier auch dieses Grab des Wasserdrachen jetzt noch zum Blühen bringen. Wow, geil. Einfach mal so ein Korallenbaum, wo der Wasserdrache gewesen ist. Und hier hinten... Alten Schatzkiste. Geheimer Drachenpalastschatz, ihn zu öffnen bedeutet Unheil. Was zum, was haben wir denn hier gerade bekommen? Tja, das werden wir später bestimmt noch herausfinden, aber Leute, der Part ist jetzt eh schon immens lang geworden, das heißt, bevor ich die Drachenkugel zu Otohime zurückbringe, werde ich natürlich speichern und den Part beenden. Hä? Diese Kiste, die du da trägst, ist das nicht die Schatzkiste? Du weißt, dass sie den Atem von Meerjungfrauen enthält? Er kann am Fuße von Millenniumskorallen, die nur einmal alle 1000 Jahre Samen ausstoßen, gefunden werden. Und sie werden schwerer mit dem Tod jeder Meerjungfrau. Man sagt, dass ein ausgelaufener Atemzug einem sofort ein hohes Alter bringt. Aber das ist eine alte Legende. Niemand weiß, ob da was dran ist. Aha, interessant. Nun gut. Also, wird jetzt erstmal wieder brav gespeichert und dann geht es im nächsten Part... Warte, wohin willst du? Wir müssen die Drachenkugel zu Otohime bringen. Du weißt, dass wir das tun müssen. Na super, ist, dann lässt mich jetzt nicht gehen, oder was? Na warte, wohin willst du?
Okay, gut, Leute, ich darf nicht speichern, aber egal, ich werde den Part jetzt hier trotzdem beenden. Und im nächsten Part bringe ich die Drachenkugel zu Otohime. Also, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen traurig, dass jetzt der Wasserdrache, beziehungsweise eben der Drakonierkönig gestorben ist. Der hat sich irgendwie mehr oder weniger jetzt zum Ende hin geopfert, dass wir noch die Drachenkugel bekommen haben. Aber ja, so ist das nun mal leider. Das Leben ist nicht immer fair. Trotzdem danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Okami HD. Macht's gut, Leute. Tschüssi.